Willkommen zurück zu Let's, ja, ist das Let's Play, Let's Rätsel, Let's Vorsag Together, keine Ahnung. Let's Vorsag hört sich gut an, oder? Ja, ich kann dir nichts vor. Bei dir wäre es Let's Vorsag Together, bei mir ist es Let's Vorspiel Together. Ja, wir machen jetzt hier Weg Faust. Genau. So, wir steigen hier auch wieder ein bei auf der Suche nach Platos verlorenem Dialog. Ich weiß noch, es ist an einem anderen Ort als vorhin bei Saskia. Geh einfach so herum. Geh und such Platos verlorenen Dialog. Jawohl, Boss. So, wenn ich mich recht entsinne, hatte der Oppi mir gesagt, das ist die Wortsammlung. Aber ich möchte euch jetzt nicht direkt die Wortsammlung zeigen. Wir werden mal gucken, wo die ist. Und dann, meine Lautsprecher sind zu laut, sagt mir Skype gerade. Und dann werde ich da als letztes hingehen. Du zeigst jetzt also alle anderen Stellen. Jawohl. Also die von dir brauche ich, glaube ich, nicht mehr zeigen, ne? Ne, ich glaube, die haben wir uns schon angeguckt. Ja. Schauen wir nochmal drauf. Das ist eine Schraube. Die Dunlop-Sammlung. Kaugummi, gehen wir erstmal hoch. Benutze. Meins geflochtenen Salz. Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, dann können die hier hinter sein. Wortsammlung. Ja, hier ist er drin. Gut. Aber, ja komm, das überspringe ich jetzt mit Escape. Ich zeige euch noch die andere Möglichkeit. Also es gibt drei Möglichkeiten. Bundeswort 1, 2, 3, 4, nee, 4. 4 Möglichkeiten, wo das sein kann. Eins ist die Kiste. Die kann man entweder von unten mit der Kohle bearbeiten oder man schraubt sie von oben auf. Dafür müsste man aber das rote Tuch hier mitnehmen, was... Ja, komm. Das rote Tuch hier nehmen. Mhm. Und das zeige ich euch noch, was man dazu noch bräuchte. Mal gucken, ich schau mal die Katzen an. Was ist das denn für eine Sammlung? Irgendwas Komisches. Die ist zum Tragen viel zu schwer. Will er nicht. Dann ist es die. Ist das Wachs? So, und das Lustige ist jetzt, wenn ich jetzt den Ofen öffne, das Vieh da reinwerfe, nun, sie ist geschmolzen. Hat man auf einmal Platos Dialog in der Hand. So aus dem Feuer mal eben rausgefischt. Sehr gut. Macht das Sinn? Nein. Nein. So, und hier ist das Stück, was man dann in das Tuch einwickeln muss. Diese Pfeilspitze. Und hier brauchen wir für die Soße. Bluck. So. Ja, hier kennen wir uns ja auch noch aus. Hier haben wir nämlich... Hoch, hoch hinaus. So, öffne. Nimm Asche. Ein Schlüssel? Et voilà. So, jetzt benutzen wir den Schlüssel mit der alten Truhe. Da ist ein Manuskript drin. Es ist Platos verlorener Dialog. Oh mein Gott. Mal schauen, was wir für Rätsel haben. Und dann ist zur Rechnung hinzu, wenn die edle Sonne allein auf die Ostsee strahlte, der Mondstein, wenn die dunkle Nacht vom Vollmond erhellt wurde und wenn die Dunkelheit die Hörner umgab. Gut, das sind eigentlich, glaube ich, relativ einfache Rätsel. Ja. Ja, komm, kletter schneller.
So. Dann sagen wir mal eben so viel, dass wir sie nicht gebrauchen können. Ja, dann geht's los. Jo. Dann fragst du, ja, bist du sicher? Verklopp ich ein paar Deutsche. Ja, komm, Trottier. Komm, lass mich in Ruhe. Unser Schicksal ist es, Atlantis zu finden. Ich will die ganze Action für mich. Ich will die ganze Action für mich selbst. Bist du dir wirklich sicher? Genau. Ja, aber ich immer. Will Action. Okay, wenn das deine Meinung ist, werde ich dich nicht aufhalten. Geh alleine. Mädchen. Sie ist jetzt eingeschnappt. Pass auf und rede nicht mit Deutsch. Bis dann, Indy. So, jetzt mal überlegen. Nach Monte Carlo. Wo ist der Typ? Kommt er. Da ist er. Excusez-moi, Monsieur. Sind Sie Alain Trottier? Vielleicht. Wer fragt? Ich bin Dr. Indiana Jones vom Barnard College. Jones. Ich glaube, ich habe von Ihnen gehört. Ja, natürlich. Der berühmte Archäologe. Der bin ich. Ich bin Tordier. Amateurgelehrter Halbtagspoet, professioneller Träumer. So sieht er auch aus. Was können Sie mir über Atlantis erzählen? Das hängt ganz davon ab. Um zu beweisen, dass Sie würdig sind, beantworten Sie diese Frage. Aus welchem Material schnitzten die Atlanter, was auch immer? Ihre Geräte, um Orichalcum herzustellen, aus Bernstein. Ja, ich kenne den Plattes Dialog sehr genau. Genau, ja. Ich persönlich glaube, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber mein Name ist unter Antiquitätenhändlern gut bekannt. Vielleicht wird Ihnen meine Visitenkarte einmal weiterhelfen. Und nun au revoir. Au revoir, Monsieur. Fahrer zum Flughafen. Oh, zack, zack. ZZ ziemlich zügig hier. So, dann rennen wir direkt zu Monsieur Paul rüber. Paul Abdul. Abdul, ja. Den kennst du auch noch, ne? Von gerade. Er hat auch schon den roten Fetz auf. Entschuldigen Sie. Ja. Das könnte Sie interessieren. Also haben Sie unseren verehrten Kollegen Monsieur Tordier getroffen? Ja und? Sie meinen, Sie sind gar nicht Omar? Seien Sie nicht albern. Ich bin sein vertrauter Diener, Paul. Paul Abdul. Können Sie ein Treffen mit Mr. Al-Jabbar arrangieren? Nun dann. Ich sehe, Sie haben Kontakt zu anderen Antiquitätenhändlern. Also werde ich mal sehen, ob er zu sprechen ist. Warten Sie hier, bis ich wiederkomme. Sehe ich gar nicht ein. Shalom. Das ist jüdisch. Hebräisch auch genannt. So. Da ist er.
Ha! Schon fertig. Nein. Erzählen Sie mir mehr oder Sie sterben. Nicht für alle Fische im Meer. Was wissen Sie denn über Atlantis? So, soll ich den Typen umhauen oder soll ich den mit der Topf, mit der Hängepflanze K.O. hauen? Nimm den Topf. Gut. Sag ich gar nichts, Baba. Bams. Danke euch, der ihr mich vor dem Ungläubigen gerettet habt. Ja, wie ist euer Name? Ich hörte sie. Es führt euch nach Afrika. Über was über Atlantis. Ich suche danach. Nehmen Sie meinen Rat, Doktor. Und geben Sie auf. Es gibt Männer, die töten würden, um sie aufzuhalten. Okay, tschüss.